Der Gerechte wird mit Not errettet, heißt es im Petrusbrief. Also der Gläubige wird mit Not errettet. Was bedeutet das? Heißt das etwa, dass die Rettung des wiedergeborenen Christ doch unsicher ist, ungewiss? Oder heißt das, der wiedergeborene Christ muss seine Errettung selbst sicherstellen mit Mühe und Not? Oder heißt das, die wiedergeborenen Christen müssen etwa doch durch die Drangsalszeit? Definitiv nicht, weder noch. Um welche Errettung geht es hier? Es geht hier nicht um die Errettung der Seele, denn diese findet statt bei der Bekehrung durch die geistliche Wiedergeburt. Die Errettung der Seele, das liegt dann in der Vergangenheit, also bei der Bekehrung, sondern es geht hier um die zukünftige Errettung. Das ist eine weitere Perspektive auf die Errettung. Das ist die zukünftige Errettung, wenn der Gläubige im Himmel bei Christus ist. Und diese ist vollumfänglich, wenn sogar sein Körper mit auferstanden ist und er einen Auferstehungskörper hat. Dann ist die zukünftige Errettung vollumfänglich. Es ist also die zukünftige Errettung am Ende des Glaubensweges. Und diese ist mit Not verbunden. Was heißt das? Das heißt nicht, dass diese unsicher ist oder ungewiss ist, sondern es heißt, dass der Gläubige auf dem Weg dahin durch schwere Zeiten gehen muss. Das ist der Gedanke und das ist, was wir beobachten. Die wiedergeborenen Christen müssen auf dem Weg durch diese Welt durch schwere Zeiten, Nöten gehen, bis am Ende ihres Glaubensweges die Errettung steht. Das ist der Gedanke. Und eine Ursache dieser Leiden können das Gericht Gottes sein, das beim Hause Gottes beginnt. Das ist der Vers davor. Das heißt, Gott übt auf der Erde Gericht aus im Hause Gottes, also bei den wiedergeborenen Christen, zur Stärkung des Glaubens und zur Läuterung.